Hallo, da bin ich mal wieder. Ich möchte euch noch mal einen kleinen Einkauf zeigen. Ich war am Freitag shoppen, das erste Mal im Tiger. Kannte den Laden bisher noch gar nicht und habe mir hier unter anderem diese Twin-Marker gekauft. Da habe ich jetzt 7 verschiedene Sets, immer mit 3 Stiften. Da hat ein Paket 3 Euro gekostet, was für so Alkoholmarke natürlich immer noch ein super Preis ist. Lila. Allerdings fehlt mir jetzt noch ein Set. So, Kiestönen. Da muss ich demnächst nochmal schauen, dass ich das auch noch bekomme. Sind jetzt 7 Sets. Insgesamt gibt es 8 Sets davon. Dann einmal für 3 Euro so ein Stanzer für Bordüren. Dieses Motiv hier gestanzt. Fand ich einen super Preis für 3 Euro. Dann eine kleine Aufbewahrungsdose mit 3 Fächern für Kleinkram, was man ja immer brauchen kann, für 1 Euro. Mini-Bleistifte mit Radierer für 1 Euro 10 Stück. Einen Tischkalender in Mini zum Aufstellen für 1 Euro. Dann einmal so Handyschmuck. Eis, Cupcake, Kirsche. Würde mir meine Handytasche mit verzieren. Dann Sticker mussten mit. Die sind transparent, das kann man hier oben in dem Kreis ganz gut sehen. Schmetterlinge, sehr schöne Farben für den Frühling. Dann das gleiche nochmal in Blumen. Glitzern auch so schön. Und so Party, Geburtstagsmotive. Die haben die 1 Euro gekostet. Dann so Holo-Sticker, die sind so ein bisschen, ja, Epoxy-Sticker würde ich sagen. Für 1 Euro Erdbeeren und Kirschen. Und eine Kleinigkeit zum Knabbern, Apfelchips. Auch für 1 Euro. Ist auch mitgenommen, die Tiger. Mal schauen, wie die schmecken. Dann war ich noch das allererste Mal im Idee drin. Die sind ja von den Preisen her ganz schön heftig. Aber ich habe dann doch noch was entdeckt, als ich eigentlich schon wieder aus dem Laden gehen wollte. Ich packe es euch mal aus, damit ihr es besser sehen könnt. Da habe ich jetzt für 5 Rollen Washi 11,99 gezahlt. Da haben wir einmal hier so hellblau. Mit so leichten Pfeilen drauf. Weiß mit buntem Konfetti, würde ich sagen. Weiß mit Gold. Die beiden sind meine Lieblingstapes, deshalb wollte ich es eigentlich haben, das Set. Einmal mit Ananas, das erkennt man leider auf der Rolle recht schlecht. Und einmal mit Wassermelonen. Sehr schöne frühlingshafte Farben und Motive. Sind jetzt 5 Rollen à 10 Meter. Die mussten auf jeden Fall mit. Dann bin ich gewesen in Nanunana. Da haben sie diese Sticker-Flakes gehabt. Mit so einem Holo-Hintergrund. Das ist einmal so Zootiere, würde ich sagen. Safari, Dschungel. Da hat ein Päckchen 95 Cent gekostet. Es sollen 50 Mini-Sticker drin sein in dem Pack. Dann einmal so mit Fischen, Meerestiere. Auch 50 Stück für 95 Cent. Dann gab es reduziert so Holzstempel. Da fand ich den Spruch ganz toll. Das habe ich auch schon als Washi-Tape, so ein etwas breiter von Nanunana. Statt 2,95 habe ich jetzt hier 95 Cent bezahlt. Und noch einen mit Danke. Auch für 95 Cent reduziert. Dann gab es reduzierte Silikonförmchen. So rum ist es richtig. Kennt man jetzt leider sehr schlecht, das ist ein Teddybärchen. Die waren auf 95 Cent reduziert von 1,95 je Dreier-Set. Die habe ich nochmal in so Herzform mitgenommen. Und ja, das sind so Blümchen oder Wellenkreis, wie auch immer man das sehen möchte. Die auch je 95 Cent pro Pack. Und dann gab es noch diese Form. Da kann man so kleine Mini-Küchlein backen oder
wer Resin macht, wird das sicherlich für sein Resin verwenden. Die war jetzt auch reduziert von 3,95 auf 1,95. Dann war ich im Woolworths drin, mit Teelichte mitgenommen, brauche ich für meinen Duftwachs, da ich nur noch Duftteelichte hatte. 30er Pack für 1 Euro. Dann einmal die roten Glitzersteinchen für 1 Euro, die ich zurzeit sehr viel verbrauche. Und in so einem hellen Rosaton. 364 Stück sollen drin sein pro Pack. Sind immer auf so einer Kette. Die werde ich mir aber dann wahrscheinlich auseinanderschneiden und auch einzeln verwenden. Dann war ich im DM. Da habe ich mir einmal hier so Butterbrottüten mitgenommen für 95 Cent, 80 Stück. Die nehme ich immer gern zum Basteln für meine Goodiebags. Jetzt auch noch ein anderes Projekt, wo ich mitmache, wo ich dann die Sachen in den Butterbrottüten verpacke, um sie zu verschicken. Dann auch zum Basteln einmal so Tüten, 6 Stück, Naturfarben. Da will ich mal versuchen, Flipbags draus zu basteln. Die waren 1,25. Und dann, das gibt es ja schon seit einer Zeit jetzt bei DM für 2,95 das Kartenset Liebe noch. Das ist so wie Project Life, nur halt eine günstigere Variante. Sind auch noch so Rahmen drin oder hier ein Overlay, so eine Folie. Hier hinten sieht man ganz schön die Auswahl der Motive und Karten. Da habe ich jetzt schon einige Sets von, auch ein Album und Folien. Das fehlte mir aber noch. Dann bin ich noch gewesen im Euroshop. Durfte natürlich nicht fehlen hier das Washi. Mit Eulen, Zweige. Sehr frühlingshaft, finde ich. Ich fand vor allem das mit den Eulen ganz schick. Das sind jetzt 15 mm mal 3 Meter. 3 Rollen à 3 Meter. Für 1 Euro natürlich alles 1 Euro im Euroshop. Einmal dieses Set mit den Wolken und hier eins mit einem Farbverlauf und mit Punkten. Dann ein Set mit Smileys drauf oder Emojis, wie man sie nennt. Da habe ich schon so eine Art Tesa-Tape von, das gab es dort auch. Aber das ist jetzt mal ein richtiges Froschi mit den Motiven. Fand ich ganz schön. Dann für Tauschpost Minimaus, Bleistifte mussten auf jeden Fall mit. Einmal für Valentinstag so Mini-Streudeko-Herzchen. Da werde ich eine schöne Schüttelkarte, denke ich mal, von basteln, weil die wirklich sehr schön klein sind. Für so ein Schüttelfenster. Und hier eine Zickzack, oder ja, ist fast eine Welle mit Zickzack. So eine Bastelschere. Und einmal hier so eine ganz einfache Wellenschere. Alles hier für 1 Euro. So, das war dann mein gemischter kleiner Einkauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Ich werde mich die nächste Zeit mal melden, vielleicht auch mal mit was Gebasteltem, wenn es euch interessiert. Könnt mir das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und bis bald. Tschüss! Thank you.